Weltpremiere in den Münchner Kammerspielen am Dienstagabend, den 7. November. Mit einem besonderen Bezug zum FC Bayern. In einer Lesung wurden erste, bisher unveröffentlichte Einblicke in die wertvolle Briefsammlung von Kurt Landauer, dem dreimaligen Bayern-Präsidenten aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, gewährt. Für den deutschen Rekordmeister war ob dieser bedeutenden FCB-Persönlichkeit Torwartlegende Raimund Aumann vor Ort. Kurt Landauer war ein wichtiger Präsident beim FC Bayern München. Und so wird er auch in diesem Club wahrgenommen und auch abgebildet. Landauer, ein gebürtiger Münchner jüdischer Abstammung, beeinflusste in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Entwicklung des heutigen Rekordmeisters maßgeblich. Unter seiner Regentschaft gewann der FCB 1932 auch seine erste deutsche Meisterschaft. Über den Privatmenschen Kurt Landauer indes war bislang wenig bekannt. Mit Hilfe des FC Bayern hatte das Jüdische Museum München nun den schriftlichen Nachlass von Kurt und seiner Frau Maria Landauer erworben. Wir sind froh, vom FC Bayern über die Erlebniswelt geholfen zu haben, die Briefe der Familie Landauer dem Jüdischen Museum zur Verfügung gestellt zu haben. Ich finde, es ist ein würdiger Ort. Die Lesung im Rahmen der Literaturreihe Jahrhundertbriefe ermöglichte nun eine erstmalige Einsicht in diesen schriftlichen Nachlass, der insgesamt 34 Briefe enthält, darunter den 77-seitigen handschriftlichen Lebensbericht Landauers in Briefform an seine Frau. Für den FC Bayern war die rund 90-minütige Veranstaltung ein weiterer wichtiger Beitrag zur Kultur des Nichtvergessens. Der nächste ist bereits fest geplant. Im März 2018 werden wir mit 25 Fans des FC Bayern München die Gedenkstätte in Auschwitz besuchen. Diese Studienreise ist ein weiterer Beitrag zur Erinnerungskultur und damit auch eine Erinnerung an Kurt Landauer. Die Weltpremiere in den Münchner Kammerspielen hat diesbezüglich neue, beeindruckende Einblicke in das Leben des legendären Präsidenten des FC Bayern geliefert.